Es ist der zweite Härtetest. Kurz hintereinander und gleichzeitig das erste Aufeinandertreffen zweier großer Traditionsvereine. Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt trifft zum ersten Mal seit der Neugründung im vergangenen Jahr auf den Stadtrivalen, den FSV Frankfurt. Die Mannschaft von Christian Klibo ist als Tabellenführer der Hessenliga in die Winterpause gegangen. Vor gut einer Woche gab es dann einen Testspielsieg gegen die Mainzer U23. Mit dem FSV wartet heute direkt der nächste Regionalligist. Doch die Eintracht startet etwas nervös ins Spiel. Fischer mit einem ganz komischen Ding. Großes Glück für die SGE, dass Kas Peters hier nur das Aluminium trifft. Danach findet der Tabellenführer aber besser rein. 10 Minuten sind gespielt. Das ist der Kapitän Marc Wachs. Weiter auf Casaniti, Nino Casaniti. Auch wenn es hier noch an der Präzision fehlt, es ist mal ein erster Abschluss der SGE. Insgesamt aber hat der FSV etwas mehr vom Spiel. Leon Müller, im Sommer von Darmstadt 98 gekommen, findet Kas Peters, der Top-Torjäger der Regionalliga Südwest, zum zweiten Mal im Alupech. Etwas mehr als eine halbe Stunde ist vorbei. Medi Lune, Sanomia, klaut ihm den Ball, scheitert dann aber an Bignetti. Und auch den zweiten Versuch bekommt der FSV nicht über die Linie. Die Bornheimer sind unter Trainer Tim Görner ja ziemlich gefestigt in der Regionalliga. 30 Punkte aus 20 Spielen, das bedeutet Platz 8 in der Tabelle. Und jetzt die Möglichkeit, mal per Standard gefährlich zu werden. Leon Müller probiert es direkt. Matteo Bignetti ist erneut zur Stelle. 7 Minuten vor der Pause, mitten hinein in die bislang beste Phase des FSV, schaltet die Eintracht mal schnell um. Casaniti startet, aber Brauburger probiert es selbst. Der zweite Ball landet bei Finn Otto. Die Führung für die Eintracht. Und die kommt tatsächlich etwas überraschend. Der FSV hatte das Geschehen eigentlich ziemlich im Griff. Dann legt sich Keeper Omar Hanin den Nachschuss von Otto fast schon ein bisschen selbst ins Tor. Der Regionalligist bekommt aber Sekunden vor der Halbzeitpause nochmal die Möglichkeit auszugleichen. Tim Weißmann, der Kapitän, scheitert einmal mehr an Matteo Bignetti. Somit gehen die Gäste mit einem knappen Rückstand in die Kabine. Das dürfte auch Eintracht-Co-Trainer und Vereinslegende Alex Meyer gut gefallen. Der zweite Durchgang beginnt mit einer Standardsituation. 51. Minute, Onur Ünlüçiftçi tritt den Freistoß und der wird verlängert zum 1:1. Der FSV jubelt, aber es ist natürlich ein Eigentor von Subay Amiri. Da kann auch der frisch eingewechselte Schlussmann Paul Habrecht nicht mehr eingreifen. Und die Gäste wollen direkt nachlegen. Jetzt läuft das Umschaltspiel mal in die andere Richtung. Auf rechts startet Ayompo Falaye. Und am zweiten Pfosten, da lauert Kas Peters. Dem Holländer fehlt heute einfach das Glück. Die SGE immer mal wieder mit Entlastungsangriffen. Das sieht dann technisch oftmals richtig gut aus. So auch in dieser Szene. Finn Otto, Zentimeter fehlen da zum Doppelpack. Es laufen schon die letzten 25 Minuten. Ein langer Ball wird verlängert auf Verleihe und der macht das richtig cool. Während seinem Stürmerkollegen heute das Abschlussglück fehlt, macht Verleihe vor Habrecht alles richtig und dreht das Spiel für den FSV.
In der Schlussphase passiert da nicht mehr allzu viel. Auf beiden Seiten fehlen auch etwas die Kräfte. Emir Sejdovic hat die letzte Möglichkeit für die Eintracht. Omer Hanin kann den Versuch allerdings parieren. So gewinnt der FSV am Ende mit 2:1 und fährt den vierten Testspielsieg in Folge ein. Die Eintracht hat sich hier stark präsentiert. Letztendlich war die individuelle Qualität des Regionalligisten einfach zu hoch. Ja, ich denke, dass wir insgesamt ein ordentliches Spiel gesehen haben von beiden Seiten mit vielen Möglichkeiten. Für uns war es sehr, sehr wichtig, wir haben viele Erkenntnisse sammeln können. Gerade im Spiel gegen den Ball, was funktioniert, woran müssen wir noch ein bisschen schrauben. Ich denke, dass wir am Ende gesehen haben, so die letzten 20, 25 Minuten, dass uns so ein bisschen die Körner gefehlt haben. Wir waren ja exakt mit 11 Mann unterwegs, die auch durchgespielt haben, bis auf Bori. Hatten gestern ja auch schon ein Spiel mit den anderen 11, hatten eine sehr intensive Trainingswoche. Dementsprechend bin ich mit den ersten 65 Minuten recht zufrieden eigentlich und konnten gute, wichtige Erkenntnisse sammeln.